Keine Überraschungen gibt es im Kampf um die österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren, die auf einer 27 Kilometer langen Strecke in Kufstein in Tirol ausgetragen werden. Denn mit dem Vorarlberger Matthias Brändle von Israel Startup Nation und der Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer von Kokina Graz setzen sich die Titelverteidiger und Topfavoriten bei den Herren und bei den Damen durch. Ja, es lief eigentlich in Summe nach Plan. Also es war heiß, aber das war zu erwarten. Die Strecke war recht einfach. Ja, und dann muss man einfach nur noch treten. Zum 8. Mal darf sich der 31-jährige Hohenemser das weiße Trikot mit den rot-weiß-roten Streifen anziehen. Ja, ich habe gewusst, ich komme in einer guten Form aus dem Giro. Ich habe gewusst, auch die Strecke kommt mir gut entgegen. Es war sehr heiß. Da ist mir auch die Erfahrung zugute gekommen, damit man einfach weiß, man muss ein bisschen langsam anfangen, damit man gegen Ende richtig nochmal aufdrehen kann. Freut mich jetzt sehr, 8. Mal Staatsmeister zu werden im Einzelzeitfahren. Ich konnte die Serie ein bisschen ausbauen. Die Tirolerin Katrin Schweinberger von Dolcini van Eyck feiert im Straßenrennen der Frauen bei den österreichischen Meisterschaften ihren zweiten Titel in Folge. Die 24-Jährige setzt sich im Sprint knapp gegen die Burgenländerin Verena Eberhardt durch. Das Podium komplettiert dann Christina Schweinberger als Drittplatzierte. Unser Ziel wäre schon gewesen, dass vielleicht die Christina heuer das Meistertrikot holt, aber wir wollten dann zum Schluss nichts riskieren und haben gesagt, ja, wir gehen auf einen Sprint und ja, ist zum Glück alles nur gut ausgegangen. Ich habe relativ früh angefangen, aber zum Glück ist es nur gut ausgegangen. Zum zweiten Mal in seiner Karriere darf der Niederösterreicher Patrick Konrad in das weiße Trikot mit den rot-weiß-roten Streifen schlüpfen. Der 29-Jährige siegt vor dem Kärntner Marco Haller und seinem Teamkollegen Patrick Gamper. Das Trio löst sich schon in der ersten von 5 Runden auf dem 176 Kilometer langen Kurs rund um Kufstein und kann so schon früh eine Vorentscheidung im Rennen herbeiführen. Fast 150 Kilometer sind die drei Profis an der Spitze des Rennens. Am letzten Berg löst sich dann Konrad von Haller und fährt zu seinem zweiten Titel. Den ersten gewann er vor 2 Jahren in Monzi und nun reist er erneut mit dem Meistertrikot zur Tour de France. Ja, was für uns ein erfolgreicher Tag. Ich meine, ich muss mich bei der Mannschaft bedanken. Ohne denen und speziell ohne den Gamper Patrick hätte ich das heute nicht geschafft. Also der hat wirklich einen Großteil der Arbeit da vorne gemacht. Und ja, zum Schluss habe ich dann einen guten Move gemacht. Und ja, hinten raus ist dann noch lang geworden, meine Solofahrt. Und ja, ich bin einfach froh, dass es dann noch gereicht hat zum Schluss.